Wir kommen gerade von so einer schönen Wanderung. Wir waren einmal hier ganz oben gewesen, hatten eine traumhaft schöne Aussicht auf die ganze Landschaft, waren ganz alleine. Jetzt geht hier im Hintergrund auch noch die Sonne unter. Also ich glaube, das ganze Video, das wird die reinste Liebeserklärung hier an Nong Khiap in Laos. Sabadi, Helen ist gerade am Packen, mein Rucksack ist schon gepackt. Unsere Reise hier in Laos geht weiter. Wir waren jetzt ja ein paar Tage in Luang Prabang, was uns ziemlich gut gefallen hat. Dazu gibt es auch ein eigenes Video. Und jetzt geht es weiter nach Nong Khiap. Das liegt so nördlich von Luang Prabang, ungefähr 3-4 Stunden entfernt. Und die übliche Variante, da hinzukommen, ist mit dem Minivan. Der fährt jeden Morgen um 8.30 Uhr und kostet, glaube ich, so zwischen 120 und 150.000 Kip. Allerdings ist 8.30 Uhr nicht ganz so unsere Uhrzeit, deswegen nehmen wir den Local Bus und dafür fahren wir jetzt um 10 Uhr mit dem Tuk-Tuk zum Busbahnhof und ja, gleich geht's los. Also wir sind jetzt am Busterminal angekommen, es läuft aber noch nicht ganz so perfekt. Also das hier ist unser Bus, der ist relativ klein und schon komplett voll. Wir sind jetzt, glaube ich, noch 6 Leute oder so. Es gibt diese Sitze im Gang, die man noch so hochklappen kann, aber dafür haben wir wirklich zu viel bezahlt. Wir haben zum Glück hier eine Laotin dabei und die diskutiert gerade so ein bisschen hier mit dem Busfahrer oder dem Typ, der das hier organisiert. Ich hoffe mal, wir kriegen noch irgendwie eine andere Lösung. Also es hat sich alles noch zum Guten gewendet. Ich glaube, das haben wir unserer laotischen Mitreisenden zu verdanken, die hier ein bisschen Stunk gemacht hat, aber zu Recht. Wir haben jetzt noch einen zweiten Minivan bekommen, der ist sogar noch mal viel schöner und luxuriöser als der erste. Wir haben hier so richtig gepolsterte Sitze und so weiter, also alles gut. Drei Stunden später sind wir in Nong Khiap angekommen, also tatsächlich die angegebenen 3 Stunden gedauert. Und wer die schönere Aussicht haben will auf der Strecke, der sollte auf jeden Fall auf der rechten Seite sitzen. Sonst muss man sich auf einige Kurven und ein paar Schlaglöcher einstellen, mehr als ein paar, sogar ziemlich viele. Aber dafür auch schon hier jetzt traumhaft schön die Berge im Hintergrund. Und ja, also unsere Unterkunft ist 8 Minuten zu Fuß entfernt. Ich denke mal, das können wir laufen. Also bei 10.000 Kip pro Person konnten wir jetzt nicht Nein sagen. Wir sind ja ein bisschen lauffaul, deswegen lassen wir uns jetzt auch noch hier. Nein, Horstfaul. Ich würde wirklich laufen, das ist nämlich wunderschön. Aber ja, wir lassen uns jetzt kurz in die Stadt fahren und dann gehen wir auch gleich Mittagessen, glaube ich. Ich habe nämlich Hunger. Okay. Thank you. Unser Zuhause für die nächsten 4 Nächte. Ich glaube, hier lässt sich sehr gut aushalten. Also das Zimmer finde ich schon schön, aber hier draußen ist halt einfach Hammer. Also schaut euch mal den Ausblick an. Hier direkt am Fluss mit diesen Felsen, alles grün, die Sonne scheint. Ich glaube, ich kann hier 3 Tage einfach nur sitzen. Erster Eindruck ist auf jeden Fall ganz süß. Hier vorne ist direkt eine Schule bei der Unterkunft, wenn man dann so ein bisschen weiter ins Stadtzentrum läuft. Da sind natürlich ganz viele Kinder und wir sind immer ein bisschen aufgeregt, wenn dann so die Bullies und Farangs und Gringos vorbeikommen. Obwohl ja eigentlich einige sind, also sie müssten eigentlich so langsam dran gewöhnt sein, aber es ist natürlich süß, wenn die dann kommen und High Five geben und Sabadi die ganze Zeit rufen. Also ja, erster Eindruck ist ganz schön und diese Landschaft ist einfach ein Traum. Also es macht einfach nur Spaß, hier lang zu laufen. Schmeckt der Mango Sticky Rice, der eigentlich ein Dessert ist, als Vorspeise? Ziemlich gut, ist ein bisschen anders. Normalerweise ist es ja so Klebereis aneinander geklebt und das ist so ein bisschen wie so Kiesbrei oder so, wie man das auch immer nennt. Schmeckt aber eigentlich genauso. Und ja, ist eine sehr gute Vorspeise für das leckere Curry. Okay, enjoy. Richtiges Festmahl hier. Oh ja, sieht sehr gut aus. Also essen kann das auf jeden Fall. Wenn es nicht gutes Wetter gibt morgen, alles aufgegessen. Wir waren auf jeden Fall brav. Was kostet's? Es kostet 183.000 Kip.
9 Euro ungefähr. Ich blende mal ein, was es wirklich ist. Wahrscheinlich habe ich mich verrechnet, aber ich glaube für 3 Gerichte und 2 Getränke passt das schon. Ja, teuer ist es nicht und wirklich lecker. Können wir jetzt schon empfehlen. Nongkiev hatte schon vor unserer Weltreise eine ganz besondere Bedeutung für mich. Und zwar war das einer von 2 Orten, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Das eine war der Dukono-Vulkan auf Halmahera, den wir auch bestiegen haben. Absolut crazy Erfahrung. Und hier eben Nongkiev. Ich habe mir das halt immer so ausgemalt als so ein verschlafenes Dörfchen in traumhafter Landschaft. Und ich muss sagen, bisher ist es das auch. Ja, also die Landschaft ist auf jeden Fall wunderschön und das ist auch, wofür es hier bekannt ist und was man hier in erster Linie auch unternimmt. Es gibt einige Aussichtspunkte, da kann man hochwandern zum Sonnenuntergang, zum Sonnenaufgang, das werden wir die nächsten Tage auch machen. Und es gibt auch einige Höhlen zu entdecken, aber morgen werden wir jetzt erstmal ganz ruhig angehen lassen. Ganz gechillt. Einfach hier ein bisschen den View genießen und dann in den nächsten Tagen alles erkunden. Sabadi, wir haben jetzt 4.30 Uhr und ein Blick auf die Wetter-App und aus dem Fenster verrät, dass das heute vielleicht nicht der perfekte Tag ist für einen Hike zum Sonnenaufgang. Draußen ist es bewölkt, man sieht keine Sterne. Laut Wetter-App soll es ja heute und auch in den nächsten beiden Tagen ziemlich bewölkt und sogar ein bisschen regnerisch werden. Und Madame hier hat auch so überhaupt gar keine Lust aufzustehen. Von daher ja, legen wir uns wieder hin, schauen mal, wie das Wetter heute im Laufe des Tages wird. Aber ja, werden schon noch eine andere Wanderung finden, wenn es das Wetter zulässt. Und ja, jetzt gehen wir erstmal wieder ins Bett. Der da. Also wenn Horst einen Ball sieht, dann ist er mal ganz schnell weg. Das kann jetzt erstmal ein paar Minuten dauern hier. Ist eigentlich auch egal, ob es ein Volleyball ist, Basketball, Fußball. Viel zu kleines Kind. Oha. Jetzt auf dem Weg zum Hike, wir wollen den heute doch noch machen und sind hier gerade noch mal bei der Schule vorbeigelaufen und sind mal kurz reingegangen, weil die spielen hier Sepak Takra, was glaube ich die Nationalsport ist hier in Laos und wird auch in Thailand viel gespielt und das sind die Jungs, ey, die sind so übertrieben krass, der eine, das sieht aus wie ein Profi, die spielen auch schon so richtig gut miteinander, gegeneinander, also es sieht so richtig professionell aus und hier wird auch noch Volleyball gespielt, bisschen gekickt, also richtig cool. Also zum Sonnenaufgang hätte sich die Wanderung wahrscheinlich wirklich nicht gelohnt. Es war sehr bewölkt heute Morgen, jetzt klart es gerade so ein bisschen auf und wir wollen die Chance ergreifen, die Wanderung noch zu machen. Und wir stehen jetzt gerade vor so einem Plan, da können wir mal kurz zeigen, was wir eigentlich vorhaben. Also unsere Unterkunft ist irgendwo hier. Wir sind jetzt schon einmal hier runtergelaufen, stehen jetzt vor der Brücke, die müssen wir noch überqueren. Und dann geht der Wanderweg hier hoch. Wir wissen allerdings nicht ganz genau, ob es der oder der Berg ist. Das heißt auf jeden Fall fasereng und soll so ungefähr 1,5 Stunden dauern. Wir sind jetzt am Startpunkt angekommen und ich finde, das ist ganz witzig formuliert. Da steht nämlich, man soll mit 1,5 Stunden kalkulieren. Wenn man schnell läuft, braucht man 1 Stunde und die Locals brauchen 40 Minuten. Also wir gehören auf jeden Fall zu der Fraktion 1,5 Stunden und mehr. Ja, weil wir immer filmen. Aber was tatsächlich weniger witzig ist, da steht auch, dass man auf jeden Fall auf den Wegen bleiben soll, weil man sonst Gefahr läuft, hier in Bomben zu treten. Dazu erzählen wir euch aber morgen nochmal mehr. Wir haben auf Weltreise ja schon so die ein oder andere Wanderung gemacht, aber die letzten 2 Monate aber so ein bisschen faul. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht allzu fit bin, oder? Wie geht's, ich auch nicht. Wie geht's dir? Nee, es ist anstrengend. Und es ist auch heißer als gedacht. Man kommt direkt ins Schwitzen. Geil. Tropische Temperaturen auf einmal. Gar nicht eigentlich, aber es kommt mit dem Alter, da schwitzt man einfach mehr. Komm. Here we are. Nice. Was sagt die Uhr? Also wir haben 1 Stunde 14 gebraucht und wir sind 450 Höhenmeter hochgelaufen. Wir sind jetzt hier oben auf 800 Meter und das ist unser Ausblick.
unser Timing ist heute richtig gut. Seit wir hier oben sind, ist die Sonne rausgekommen und wir haben richtig schönen Sonnenschein jetzt. Und auch vor allem eine traumhaft schöne Aussicht hier im Hintergrund auf Nong Khaeav. Also es wird auf jeden Fall mal Zeit, die Drohne jetzt rauszuholen. Die Aussicht von hier oben ist einfach ein Traum und jetzt sind wir sogar ganz alleine hier auf dem Gipfel an dem berühmten Spot mit der Laos-Flagge und hier Nong Khaeav auf der einen Seite und der Nam U schlängelt sich hier weiter durchs Tal. Also wenn man in Nong Khaeav ist, ein Must-Do, auch wenn man es nicht zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang macht. Ja, ist echt zu jeder Tageszeit schön. Aber so langsam geht es für uns jetzt wieder runter, das filmen wir nicht mehr mit. Aber wir sehen uns morgen wieder, denn da haben wir noch was richtig Cooles vor. Wir können den Vlog für heute doch noch nicht beenden, weil diesen Sunset, den müssen wir noch mit reinnehmen. Und wir haben gerade noch ein paar Leute getroffen, die haben wir gesehen, als wir runtergelaufen sind, da sind die gerade hochgelaufen. Die haben wir jetzt beim Essen wieder getroffen, als sie wieder unten waren. Und die haben gemeint, dass jetzt ihnen einige Leute entgegengekommen sind. Das heißt, wenn ihr es zum Sunset machen wollt, einmal hier oben drauf, da waren wir, dann wird es ein bisschen voller. Wenn ihr es für euch haben wollt, müsst ihr es am besten zum Sunrise machen oder vielleicht tagsüber ein bisschen Glück, so wie wir, dass man halt mal eine Zeit lang ganz alleine da ist. Aber ja, wir genießen jetzt noch diesen traumhaft schönen Sunset und dann sehen wir uns morgen wieder. Gut. Ja, ich glaube, jetzt ist der Startplatz. Richtig ordentlich, der Mann hier. Ja, wir haben alles aufgefunden, gecheckt. Wie das? Aber du wolltest eigentlich das Rosane haben, ne? Ja, dann kriegst du, jetzt passt ja auch. Ja, danke. Sabadi, an diesem etwas wolkenverhangenen letzten Tag hier in Nong Khaeav. Wir leihen uns jetzt hier gerade Fahrräder aus, kostet glaube ich 40.000 pro Tag. Man muss es bis 6 Uhr abends zurückgeben. Und hier gibt es nämlich auch einige Höhlen in der Nähe von Nong Khaeav und wir fahren zu der Patok Cave jetzt. Mit dem Fahrrad ungefähr 10 Minuten gebraucht hier zur Fatok-Höhle und die befindet sich in diesem großen Felsen hier und hat zum einen einen religiösen Hintergrund, zum anderen aber vor allem auch während der 60er Jahre im Zweiten Indochina-Krieg eine wichtige Rolle gespielt, den wir eher als Vietnamkrieg kennen, wo aber eben auch Kambodscha und Laos mit beteiligt waren. Und diese Höhle hier hat zeitweise über 8 Jahre lang bis zu 300 Leuten Unterschlupf geboten, die konnten sich hier verstecken und es gab sogar eine eigene Polizeistation und auch ein Krankenhaus da drinnen. Ja, und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Ich glaube, jetzt sieht man auch, wovor sich die Menschen hier versteckt haben, nämlich Bomben. Laos und auch Kambodscha waren ja eigentlich nicht direkt im Vietnamkrieg beteiligt, beziehungsweise im Indochina-Krieg. Aber dadurch, dass die Nordvietnamesen hier in einigen Teilen von Laos waren und hier Logistikpfade hatten, was man auch den Ho Chi Minh-Pfad genannt hat, haben halt die Amerikaner die Region großflächig zerbombt. Und zwar wirklich ja, auf eine abscheuliche Art und Weise. Also hier wurden so viele Bomben abgeworfen, dass Laos heute das Land ist mit den meisten Bomben pro Einwohner. Und deswegen sind auch noch ganz viele Gebiete unzugänglich. Deswegen durften wir zum Beispiel bei dem Hike auf den Pha Daeng auch nur auf dem Weg bleiben. Es gibt immer noch ganz viele Gebiete und verletzt und was weiß ich. Das ist so ultra tragisch, obwohl ja Laos eigentlich nicht mal ein direkter Beteiligter, sondern nur so ein Spielball dieses Krieges war. Also es ist wirklich schlimm und ja, jetzt gehen wir mal in die Cave rein. Es sieht von außen schon mal ziemlich krass aus.
Also es ist schon krass hier. Das war jetzt nicht so, dass die Leute nur temporär hierher geflohen sind, sondern die haben wirklich hier gelebt. Es gab verschiedene Einheiten. Das sieht man heutzutage noch, da sind so Schautafeln. Und ja, die haben halt wirklich dauerhaft hier gelebt, sich auch sehr organisiert, auch kommuniziert nach außen und so weiter. Es gab auch ein Theater zur Unterhaltung, also alles Mögliche hier. Und es wurde eben auch angegriffen von den Amerikanern hier, diese Höhle an verschiedenen Stellen ist sie kaputt gegangen. Und es gibt insgesamt 3 Höhlen, das war jetzt die größte. Wir haben noch 2 weitere, die wir uns angucken können. Und wir haben auch so einen kleinen Guide dabei, der uns hier noch so ein bisschen was erzählt. Es war auf jeden Fall außerhalb meiner Komfortzone. Es war richtig dunkel und extrem eng da drinnen, aber auf jeden Fall spannend zu sehen. Unser kleiner Guide hat mich dahin geführt und da unten war scheinbar die Bank. Also ich frage mich, wie die Leute da irgendwie leben konnten, weil es wirklich komplett dunkel. Da liegen noch so alte Konserven drinnen, was die Leute gegessen haben. Also auf jeden Fall eine krasse Erfahrung hier. Also ich habe da mit meinem Rucksack und meiner Größe schon überhaupt nicht mehr durchgepasst. Also ich konnte da gar nicht reingehen, so eng war das. Auf jeden Fall krass zu sehen und die Geschichte von Laos ist natürlich sehr tragisch. Aber ich sag mal, neben dem Vietnamkrieg, Thailand, was man halt besser kennt, selbst Kambodscha mit dem Genozid von Pol Pot, das ist ja auch noch relativ bekannt. Aber die Geschichte von Laos, die geht irgendwie so komplett unter, obwohl sie halt so tragisch ist. Es wird hier auch das Secret War genannt, ja, weil man halt nicht so viel darüber spricht. Also wir stehen jetzt wieder draußen vor diesem großen Felsen und ich finde es so krass, weil man sieht es überhaupt nicht. Das ist so perfekt getarnt. Man würde niemals ahnen, dass da irgendwie eine Höhle drin ist. Das ist schon krass. Und unseren kleinen Guide, den haben wir natürlich nicht engagiert. Das ist, glaube ich, der Sohn von dem, wo wir das Ticket bezahlt haben. Der kam halt mit, hat uns ein paar Sachen erzählt. Und am Ende haben wir natürlich auch ein kleines Trinkgeld für ihn dagelassen. Wir wollen ja jetzt hier keine kleinen Kinder als Guides engagieren, nur dass das klar ist. Und ja, hier ist diese ganze Höhle nochmal. An dieser Stelle ist dann mein Kameraakku leer gegangen und ich hatte keine Ersatzbatterie dabei. Aber ihr habt auch nichts verpasst. Wir waren noch einmal essen bei Kokos Restaurant. Da waren wir jetzt die letzten Tage sehr häufig. Das können wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Extrem lecker. Und ja, was lässt sich über Nong Khiap sagen? Also wir haben ja vorher schon gesagt, dass es uns sehr gut gefällt. Ich hoffe, das kommt in dem Video gut rüber. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es war vielleicht sogar einer der schönsten Orte, die wir auf Weltreise bisher gesehen haben. Also, und wir haben wirklich einige gesehen. Aber das ist so entspannt hier, so relaxed. Und die Landschaften sind einfach ein Traum. Und gleichzeitig steckt dieser Ort aber voller Leben. Also es sind überall Kinder, die rumrennen. Ich habe mit denen auch noch Volleyball gespielt. Und man fühlt sich so, als würde man so richtig hier ins Local Life eintauchen. Und der Ort hat einen sehr, sehr authentischen Charakter. Der Tourismus steckt jetzt nicht in den Kinderschuhen. Es gibt ja gute Unterkünfte, gute Restaurants. Aber es hat einen sehr angenehmen Charakter. Und es ist noch weit davon entfernt, überlaufen zu sein. Von daher würden wir euch empfehlen, so schnell wie möglich hierher zu kommen und das auch noch so wahrzunehmen, wie wir es hier gesehen haben. Und man kann hier auch noch viel mehr machen, als wir es jetzt gemacht haben. Wir haben es ja ein bisschen ruhiger angehen lassen und einfach diese Landschaft auch viel auf uns wirken lassen. Aber es wird noch viel mehr angeboten. Man kann zum Beispiel mit dem Boot noch weiterfahren in den Norden, hier in das Dorf Muang Noi. Oder es werden so verschiedene Trekkingtouren angeboten, wo man dann auch noch Wasserfälle sieht und in anderen Local Villages übernachtet. Es gibt auch mehrere Aussichtspunkte. Also die Gegend hier hat wirklich viel zu bieten. Und falls euch das interessiert, dann schaut gerne mal auf dem Blog vorbei, www.betterbeyond.de. Da sammeln wir auch wie immer nochmal alle Infos zusammen, was man hier so unternehmen kann. Ganz liebe Grüße aus Laos und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Bis dann, ciao. Ich glaube, ich habe gerade den TikTok gecrashed. Ja. Okay, scheiße, ich weiß nicht. Soll ich jetzt... Also, scheiße. Auf der anderen Seite der Mam... Wie heißt der Fluss? Nam U Nong Khiap auf der einen Seite. Fluss. Trotzdem nicht so alt. Okay, ich glaube, damit kommen wir auf jeden Fall auf.